Traumhaft ist es hier entlang des Regentalradwegs durch den Bayerischen Wald. Und ich habe in dieser Folge auch ein paar Tipps für dich für spannende und schöne Orte entlang der Radroute. Hallo und herzlich willkommen aus Zwiesel im Aberland. Die Stadt befindet sich im Bayerischen Wald im Südosten Bayerns und die Stadt ist auch als Glasstadt bekannt. Kein Wunder, denn hier befinden sich einige Glasherstellungs- und auch Glasverarbeitungsbetriebe. Wenn du Urlaub ohne Auto machen möchtest, dann kannst du ganz einfach mit dem Zug anreisen. Deine Reise führt zuerst einmal mit dem ICE bis nach Plattling oder ab München auch mit dem Regionalexpresszug bis nach Plattling. Von dort fährt die Waldbahn im Stundentakt in den Bayerischen Wald und durchs Aberland. Ich finde es sehr praktisch, dass die Waldbahnzüge bis spät in die Nacht fahren, so bist du in der Region mobil. Du kannst in der Waldbahn auch ein Fahrrad mitnehmen. Mehr darüber erzähle ich dir ein bisschen später. Ich freue mich schon total auf die Radtour entlang des Regental-Radwegs bis an die tschechische Grenze und noch ein bisschen weiter. Und im Aberland kannst du an verschiedenen Stellen Fahrräder ausleihen. Das finde ich sehr praktisch, denn dann musst du das Fahrrad nicht im Zug mitschleppen. Und in meinem Hotel, im Glashotel Zwiesel, gibt es sogar ein Bike-Loft. Dort kannst du zum Beispiel Fahrräder hinhängen. Du hast die Möglichkeit, deine Sachen in Kästchen einzusperren, wie zum Beispiel den Helm oder die Schuhe. Und es gibt auch Reparaturmöglichkeiten. So, bei mir fehlt jetzt noch die Fahrradkleidung und dann geht's mit der Tour schon los. Eigentlich bräuchte ich für diesen Abschnitt des Regental-Radwegs überhaupt kein E-Mountainbike, denn der Weg führt entlang des Flusses Regen immer flussaufwärts ohne nennenswerte Steigungen. Es ist also eine Tour, die für Familien geeignet ist und die eigentlich jeder schafft, auch ganz ohne E. Der Regental-Radweg führt von Regensburg bis nach Bayerisch-Eisenstein an die tschechische Grenze und ich fahre sozusagen die letzte Etappe von Zwiesel bis nach Bayerisch-Eisenstein und dann noch nach Tschechien weiter ein kleines Stückchen. Und entlang meiner rund 17 Kilometer langen Etappe gibt es einige spannende Plätze zu erkunden und einige dieser Orte möchte ich dir zeigen. In Ludwigsthal lohnt es sich einmal, vom Regental-Radweg ein bisschen abzuzweigen zum Nationalparkzentrum Falkenstein. Und dort kannst du zum Beispiel bei einem Rundweg die Natur und auch die Tiere besichtigen. Du siehst dort zum Beispiel Luchse oder Wölfe. Da muss man relativ genau schauen. Wesentlich leichter zu entdecken sind die Schewalski-Pferde und da hinten sehe ich auch schon die Urrinder. Bisher habe ich vom Regental-Radweg gesprochen, aber der Fluss Regen war nur einmal ganz kurz am Anfang in Zwiesel zu sehen. Jetzt führt der Radweg
allerdings direkt an den Fluss. Und das merkt man dann auch, die Landschaft verändert sich ein bisschen. Es wird wesentlich ruhiger und auch kühler. Und der Flussregen ist die Grenze zwischen dem Nationalpark und dem Naturpark Bayerischer Wald. Die Radtour führt über unterschiedliches Terrain. Mal geht's über asphaltierte Wege, dann wieder über Schotterstraßen. Bei Regenhütte kommst du ganz kurz einmal auf die Hauptstraße, aber nach wenigen hundert Metern zweigt dann auch schon wieder ein Radweg in den Wald ab. Und dort ist es dann schön schattig und immer wieder findest du auch gemütliche Platzerl zum Rasten. Entlang des Radwegs kommst du auch immer wieder einmal an etwas größere Radwegkreuzungen und während der Regentalradweg gemütlich und familienfreundlich dahin führt, kannst du beim Weg rauf auf die Berge dein Mountainbike auch mal so richtig fordern. An dieser Stelle kannst du zum großen Aber abzweigen. Und meine Fahrt führt weiter nach Bayerisch Eisenstein, 2 Kilometer sind es noch in den Grenzort. Kurz vor dem Bahnhof Bayerisch Eisenstein beginnt die Museumsallee und das erste prägnante Gebäude, das du siehst, ist ein Rundlokschuppen und in dem befindet sich das Bayerische Lokalbahnmuseum, also ein Museum für Eisenbahnfans. Wenn du statt Eisenbahnen lieber Kunstwerke ansiehst, dann schau in den Kunsträumen grenzenlos vorbei. Dort gibt es wechselnde Ausstellungen. Im Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein befinden sich die Naturparkwelten und dort kannst du die Vielfalt des Naturparks Bayerischer Wald entdecken. Und auf mehreren Etagen findest du zum Beispiel eine Modellbahnanlage und du kannst auch den ehemaligen 1. Klasse Wartesaal besuchen. Wenn du mehr über die verschiedenen Ausstellungen entlang der Museumsallee erfahren möchtest, dann schau in den Blogbeitrag rein. Ich habe ihn dir in der Videobeschreibung verlinkt. Besonders interessant ist, dass die Staatsgrenze zwischen Deutschland und Tschechien quer durch das Bahnhofsgebäude verläuft. Besonders gut siehst du das auf der Gleisseite. Auf der einen Seite fahren die Züge Richtung Tschechien ab, auf der anderen Seite fährt die Waldbahn. Der Grenzübergang beim Bahnhof ist für Fußgänger und Radfahrer geöffnet. Das heißt, du kannst einen schönen Abstecher nach Schelesner Ruder machen. Ich finde es schön, dass man in Europa grenzenlos mit dem Fahrrad unterwegs sein kann. Nur wenige Kilometer hinter der Grenze befindet sich der Ort Schelesner Ruder und der Ort ist auch unter dem deutschsprachigen Namen Markt Eisenstein bekannt. Und im Ortszentrum findest du kleine Cafés und auch Restaurants zum Einkehren und du hast aber auch die Möglichkeit, dass du noch ein bisschen das E-Bike forderst und auf den Berg hinauffährst. Es ist nicht weit, ich habe da noch einen kleinen Tipp für dich. Nun war es doch noch ein bisschen sportlich vor dem Mittagessen, aber ich befinde mich jetzt beim Hotel Belvedere etwas oberhalb von Schelesner Ruder und einerseits gibt es hier eine hauseigene Brauerei mit wunderbarem Bier und auch die tschechischen bekannten Desserts stehen auf der Speisekarte, wie zum Beispiel Livanzen oder Palatschinken.
Wenn du von der Radtour müde bist, dann kannst du mit der Waldbahn von Bayerisch Eisenstein wieder zurück nach Zwiesel fahren. Und du kannst auch dein Fahrrad im Zug mitnehmen. Sei aber bitte vorsichtig, es gibt nur ein begrenztes Platzangebot und Gruppen sollten auf jeden Fall bei der Waldbahn eine Voranmeldung machen. Es gibt auch noch weiteres entlang der Waldbahn zu entdecken. Zum Beispiel führt der Bierfernwanderweg zum Teil entlang der Waldbahn. Und wenn dich das interessiert, was man da alles erleben kann und wie so eine Tour ablaufen kann, dann schau gleich ins nächste Video rein. Ich sage Dankeschön fürs Mitdabeisein. Tschüss, Servus und Baba. Bis zum nächsten Mal.